Hautarzt und das zu 100% online, ganz ohne Termin, ganz ohne Wartezeit im Wartezimmer. Gibt es sowas? Funktioniert das? Ja, das gibt es und darum geht's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas Pollard und auf diesem Kanal spreche ich mit dir über alle digitalen Themen, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, 5G-Mobilfunknetz, die Arbeitswelt der Zukunft, und auf diesem Kanal stellen sich auch immer mal wieder Unternehmen vor aus der digitalen Welt in Interviewform oder indem ich sie präsentiere, indem ich sie genutzt habe. Und darum geht es auch heute. Wir gehen heute gemeinsam mal in die Online-Medizin und wir gehen heute mal zum Hautarzt. Du kennst es bestimmt, da juckt irgendwas, die Haut rötet sich. Was tust du dann im Normalfall in der Old Economy? Du rufst beim Hautarzt deiner Wahl an oder in deinem Ort, wo er in deiner Nähe ist, und versuchst so schnell wie möglich einen Termin zu ergattern. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Teilweise hast du Wartezeiten von mehreren Wochen, teilweise sogar Monate, wenn du in der Großstadt wohnst. Und wenn du dann dahin gehst, dann ist es so, dass du ja nicht sofort dann durchgehst und der Arzt begrüßt dich dann direkt, sondern du gehst erstmal ins Wartezimmer und da sitzt du teilweise auch nochmal, je nachdem, wo du bist, 1-2 Stunden, bevor du dann letztendlich den Arzt wirklich vor dir siehst. Du musst vielleicht dafür sogar einen halben Tag frei machen oder musst irgendwie deinen ganzen Tag verschieben und planen, nur weil du zum Hautarzt willst und der soll sich einfach nur mal angucken, warum ist es da rot, warum juckt da irgendwas, warum schuppt irgendwas, ja, und das Ganze geht auch viel einfacher. Und ich habe es ausprobiert, die App nennt sich Dermanostik, das ist quasi ein Verbund von Fachärzten, die quasi dort Diagnosen und dementsprechend auch Therapien dir anbieten und das Ganze dann als PDF-Dokument oder in der App und das Ganze innerhalb von 24 Stunden. Was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist, meiner Meinung nach, du hast keine Wartezeit mehr, weil du lädst dir nur noch eine App herunter, du beantwortest circa 5 bis 10 Fragen, dann lädst du 3 Bilder hoch von dementsprechend der Stelle, um die es geht. Natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und letztendlich dann bezahlst du. Und was passiert dann? Dann kriegst du innerhalb von 24 Stunden, bei mir ging es sogar schneller, eine Diagnose mit einer Therapieempfehlung vom Facharzt. Echt riesig, wirklich in unter 10 Minuten hast du das Ganze runtergeladen, beantwortet, Fotos hochgeladen, bezahlt. Und das Ganze ohne Wartezeit, ohne Termin, zu der Zeit, wo du es willst. Ja, das kannst du auch nachts um 2 Uhr machen, kein Problem. Was benötigst du dafür? Du benötigst dafür nur noch dein Smartphone, das hat heutzutage fast jeder. Was sind noch die Vorteile? Das Ganze, wie gesagt, du bekommst einen Arztbrief. Das ist wirklich extrem ausführlich und das richtig Coole dabei ist, dafür wirklich vielen, vielen Dank, ja, das Ganze ist auch für einen Laien wie mich, der keine Medizin studiert hat, extrem verständlich. Ja, du kennst es vielleicht, du gehst zum Arzt und der brabbelt dir da was vor auf Fachchinesisch und du sagst, okay, könnten Sie es bitte nochmal auf Deutsch für mich erläutern, weil ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Und du bekommst wirklich, also ich habe jetzt zum Beispiel 2 Seiten voll, DIN A4 Seiten voll fast an Diagnose bekommen, die wirklich extrem leicht verständlich, ja, dass ich das sogar als Laie verstehe, und ich habe Therapieempfehlungen bekommen. Und das ist wirklich extrem gut gewesen und ich bin, wie gesagt, Laie, fand auch, das Ganze ist zutreffend zu dem, was ich auch gedacht habe, was es sein könnte. Also, es kommt schon sehr, sehr gut hin und ich würde sagen, das Ganze ist wirklich die richtige Antwort gewesen, was es ist und wie ich es behandeln sollte und könnte. Das Ganze, und das ist auch wichtig, gerade hier in Deutschland, das Ganze ist DSGVO-konform, das heißt, die Datenschutzgrundverordnung wird komplett eingehalten. Finde ich auch gut, gerade wenn es so um Gesundheitsfragen geht.
Ja, da möchte man natürlich nicht, dass das Ganze irgendwo in den Weiten des Internets auftaucht. Ja, und das Ganze wird, wie gesagt, hier gewährleistet mit der Manostik. Und es sind wirklich Fachärzte für Dermatologie. Du kannst dir diese Ärzte auch anschauen auf der Webseite von Dermanostik und kannst danach natürlich den Namen nehmen und bei Google einfügen. Ich habe das bei ein paar auch gemacht. Die haben wirklich extrem gute Bewertungen auf Google. Also das sind wirklich anscheinend wirklich extrem gute Fachärzte, die da mitarbeiten. Was sind aber auch ein bisschen die Nachteile? Und ich habe zwei gefunden. Zum einen, du kennst es, du hast deinen Arzt deines Vertrauens gefunden und du willst immer wieder zu ihm. Ja, und du willst nicht zu einem anderen Arzt. Leider ist das bei Dermanostik nicht möglich. Denn Dermanostik sagt, wir gewährleisten eine Diagnose und eine Therapieempfehlung innerhalb von 24 Stunden. Das Ganze ist natürlich extrem gut, dass sie es gewährleisten. Auf der anderen Seite, dadurch kann ich halt keinen speziellen Arzt auswählen. Ist auch irgendwo logisch, denn wenn er zum Beispiel jetzt 2 Wochen im Urlaub ist, dann würde ich dementsprechend meine Diagnose und meine Therapieempfehlung erst in 2 Wochen bekommen und ich würde da sitzen und gar nicht wissen, was ist los. Obwohl ich dazu sagen muss, das Ganze kann man lösen. Und das ist jetzt die Empfehlung an die App-Entwickler. Man kann das Ganze schon lösen, indem man vielleicht das Ganze doch anbietet, dass man den Arzt seiner Wahl nehmen kann. Dann kommt natürlich dementsprechend der Hinweis, der Arzt ist momentan nicht zur Verfügung. Er ist dann und dann wieder zur Verfügung. Und dann kann ich als Patient auswählen, will ich meine Diagnose innerhalb von 24 Stunden haben oder ist es bei mir nicht so akut und ich kann auch sagen, okay, ich kann auch ruhigen Gewissens diese 14 Tage abwarten und habe dann dementsprechend die Diagnose von diesem Facharzt meines Vertrauens. Das Zweite, warum ich das extrem wichtig finde, ist es, weil wenn ich zum Beispiel schon einmal dort behandelt worden bin und bin damit sehr zufrieden gewesen und möchte jetzt eine zweite Diagnose für eine andere Sache haben auf meiner Haut oder von meiner Haut, dann bin ich natürlich mit dem ersten Facharzt sehr zufrieden gewesen und ich möchte natürlich wieder von dem behandelt werden. Das ist genau wie wenn ich zum Arzt gehe und damit super zufrieden bin mit diesem Arzt, dann will ich immer nur zu diesem Arzt gehen, dann will ich nicht jedes Mal einmal zu dem Arzt fahren, zu dem Arzt fahren, zu dem Arzt fahren, sondern ich will den haben. Und genauso könnte man das Ganze auch online anbieten, denn auch ein physischer Arzt ist auch mal im Urlaub und die Praxis ist teilweise auch mal zu. Nehme ich auch in Kauf und dann muss ich auch warten. Ja, und genauso würde ich empfehlen, das Ganze auch online anzubieten. Und das wäre schön, wenn diese Funktion demnächst mal kommen könnte und ich als Patient auswähle, ob ich, wie gesagt, mir scheißegal ist, welchen Arzt ich nehme oder ob ich sage, ich möchte genau diesen Arzt. Das Zweite ist, das Ganze ist nicht in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen. Also, du kennst es ja, du gehst zum Hausarzt und meistens ziehst du dann die Krankenkassenkarte durch. Und dementsprechend wird dann auch darüber abgerechnet. Hier bezahlst du diese Diagnose selber. Ich sage gleich dazu, das ist kein Vermögen, das kann sich jeder leisten. Aber du bezahlst es. Genauso ist, wenn du Medikamente oder Salben oder etc. als Therapie empfohlen bekommst, dann bezahlst du das komplett zu 100% aus deiner eigenen Tasche. Die gesetzliche Krankenkasse steuert dann leider nichts bei, weil sie, wie gesagt, diese Kooperation mit Dermanostik und den gesetzlichen Krankenkassen, weil die einfach nicht da ist. Das ist schade. Das liegt natürlich nicht nur an der App, das muss man natürlich fairerweise sagen. Also es liegt nicht nur an Dermanostik, sondern es liegt natürlich auch leider daran, dass viele Krankenkassen oder eigentlich nahezu alle Krankenkassen momentan diese ganzen Online-Ärzte nicht wirklich anerkennen. Ist wirklich extrem schade. Vielleicht sollte das Ganze mal überlegt werden. Aber vielleicht kommt es irgendwann noch, aber aktuell ist das Ganze halt nicht gegeben. Jetzt fragst du dich natürlich, Thomas, was kostet denn der ganze Spaß, wenn ich das Ganze mache? Und ich sagte, es ist nicht wirklich teuer. 25 € kostet die Diagnose und die Therapieempfehlung. Meiner Meinung nach ist es sein Geld wert, weil du sparst extrem viel Wartezeit auf den Termin. Du bekommst die Diagnose innerhalb von 24 Stunden. Und finde mal beim Hautarzt einen Termin, wenn du ihn heute Abend beantragst, dass du morgen Abend gleich einen Termin hast. Das ist in der heutigen Zeit leider recht unwahrscheinlich, außer du legst viel Geld auf den Tisch und bist vielleicht Privatpatient. Dann ist das Ganze möglich, dass du morgen schon kommen darfst, aber als Kassenpatient, ja, hier, da musst du schon eine sehr, sehr gute Beziehung zum Arzt haben, dass das klappt, dass du innerhalb von 24 Stunden behandelt wirst. Deswegen, hier wirst du es, und deswegen ist es für mich schon 25 € wert.
Das zweite ist, ich muss nicht hinfahren, ich spare mir den kompletten Weg zum Arzt, ich muss keine Parkplatzsuche machen, wenn keine Parkplätze vor Ort sind und ich muss mich nicht mit irgendwelchen anderen Leuten ins Wartezimmer setzen, ja, und irgendwelche abgeranzten Zeitungen lesen oder das 15. Mal irgendwie die Online-Zeitung mir durchlesen auf meinem Smartphone, ja, und darauf achten, dass es stumm geschaltet ist, sondern letztendlich, ich kann das Ganze zu Hause aus machen. Ich muss mir auch kein frei nehmen, ja, oder muss irgendwelche Termine verschieben, weil ich kann das, ja, kurz zwischendurch machen. 10 Minuten, diese Pause kann sich jeder nehmen, weil länger dauert das Ganze nicht und schon ist das Ganze abgefrühstückt. Und ja, für mich ist das 25 Euro wert. Mein Fazit, und du merkst es schon, ich bin von Online-Ärzten überzeugt. Ich habe schon ein, zwei Mal das Ganze mit einem Online-Arzt gemacht, mit einem Allgemeinmediziner, bin damit sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, jetzt habe ich so ein bisschen diese spezielle Hautarzt-App genommen und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Finde sogar, und das ist mein Empfinden, ich weiß nicht, ob es so ist, dass die Fachärzte dort, um das Ganze natürlich so ein bisschen zu etablieren und sich ein bisschen beweisen zu müssen, sich intensiver damit beschäftigen, sich mehr Zeit für dich nehmen, weil so einen ausführlichen Bericht, ganz ehrlich, den schreibst du nicht in 20 Sekunden oder in 30 Sekunden oder in einer Minute, dass sich wirklich jemand schon etwas länger Zeit genommen, um diesen Bericht zu machen, um dementsprechend auch die Sachen rauszusuchen. Also, wie gesagt, das ist schon, finde ich, extrem gut. Ja, und wie gesagt, Nachteile sind für mich halt, wie gesagt, dass ich nicht den Arzt auswählen kann, dass ich quasi von irgendeinem Arzt dort, der mitwirkt, behandelt werde und zum anderen dementsprechend, dass ich alles selber zahlen muss, auch komplett zu 100% dann die Salben oder Medikamente, die ich bekomme und die gesetzliche Krankenkasse hier nicht irgendwie sich dran beteiligt. Obwohl man fairerweise dazu sagen muss, was kriege ich denn überhaupt noch über die Krankenkasse umsonst? Das ist ja eigentlich fast gar nichts mehr, wenn ich zur Apotheke gehe. Dann bezahle ich eigentlich auch fast alles selber. Aber, und das ist das Coole jetzt, zum Ende des Videos möchte ich dir eine kleine Aktion mitgeben. Wenn du sagst, ich habe Hautprobleme, oder ich möchte einfach mal meine Haut testen lassen und möchte damit nicht zum Hautarzt gehen, sondern, ey, das, was Thomas gerade gesagt hat, hört sich extrem cool an. 10 Minuten Zeit, die kann ich mir investieren. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, dass mit meiner Haut alles in Ordnung ist. Ja, dann gebe ich dir jetzt was mit. Ich habe in Kooperation mit Dermanostik einen Code bekommen. Du kennst das von wahrscheinlich anderen Influencern, ja, die dann dementsprechend Rabatte vergeben können. Und genauso das habe ich auch ausgehandelt. Habe gesagt, ey, ich finde eure App cool. Ich würde das ganz gerne natürlich auch weiterempfehlen. Weil was mir gefällt, habe ich nie ein Problem damit, dir das weiterzuempfehlen, weil ich davon wirklich überzeugt bin. Ich würde hier auf diesem Kanal niemals irgendeinen Scheiß empfehlen, wo ich sage, würde ich selber niemals tun. Sondern wie gesagt, ich habe die App selbst getestet, ich habe selbst gemacht und fand das extrem cool. Bin ein totaler Freund davon, von diesen Online-Ärzten und dementsprechend ruhigen Gewissens empfehle ich es dir weiter. Was kannst du bekommen? Es gibt einen Code, der nennt sich New Economy 20. Wenn du in der App bist und dort im Bezahlen-Modus bist quasi, ja, dann kannst du dort einen Rabattcode eingeben. Da fragt dich dann, möchten Sie einen Rabattcode eingeben? Dann gibst du New Economy 20 ein. Ich verlinke ihn dir auch unten rein. Du musst dir das nicht merken, ja. Das kannst du rauskopieren und dann in die App einfügen. Du bekommst dann 20% Rabatt. Das heißt für dich, du bezahlst keine 25 Euro für die Diagnose, sondern du bezahlst nur 20 Euro dafür. Sparst also 5 ganze Euro ein, indem du dann meinen Code benutzt. Finde ich äußerst cool, dass Dermanostik das macht, dass wir diese Kooperation schließen konnten. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ich kann damit den einen oder anderen in diese Online-Ärztewelt reinbringen. Und ich hoffe, ich kann dich damit auch überzeugen. 20 Euro tun nicht weh. 20 Euro für die Gesundheit ist, glaube ich, extrem wichtig. Und gerade wenn du irgendwelche Hautprobleme hast, lass sie untersuchen. Weil du keinen Bock hast, jetzt unbedingt Wochen oder Monate lang auf einen Termin zu warten und dann dahin zu gehen, dann nutz einfach Dermanostik, deine Hautarzt-App und schon bekommst du innerhalb von 24 Stunden die Diagnose. Wie gesagt, 20% Vergünstigung statt 25 Euro für 20 Euro das Ganze. Extrem cool. Vielen Dank dafür an Dermanostik für diesen Code. Diesen findest du unten in der Beschreibung und ansonsten würde mich jetzt interessieren, nutzt du schon Online-Ärzte? Wenn ja, welche?
Bist du zufrieden damit? Bist du unzufrieden damit? Oder bist du noch derjenige, der sagt, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, meiner Gesundheit, vertraue ich nur meinem Arzt an, meines Vertrauens, und den muss ich Auge im Auge sehen. Da vertraue ich doch keinen Online-Ärzten, die ich überhaupt nicht kenne. Schreib es mir unten in die Kommentare rein. Mega spannendes Thema, glaube ich, und kontroverses Thema. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir auch vielleicht ein bisschen hilft, dann freue ich mich über jedes Gefällt mir. Einmal Daumen hoch drücken. Wenn du das erste Mal auf meinen Kanal gestoßen bist, dann abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, denn so wirst du immer wieder benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online geht. Ansonsten bleib gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Thomas.